So, jetzt gucken wir mal, ob das hier was wird. Ich hoffe doch. Also ich habe die Route gepostet und auch erklärt, was ich machen will, ne? Also, mehr ist... Ah, fuck da. Perfekt. Perfekt, einfach gegen die Steine gelaufen. Schon mal alles richtig gemacht am Start. Das ist ein Haufen Volcanic Stuff. Crowd Control. Okay, dann haben wir schon mal desorientiert. Wer ist der, den Scheiß castet? Ich knock ihn mal. Na gut, der Pala hat auch einen Stun reingehauen. Bin schon immer auf dem Finger, ne, dass wir keinen von diesem Totems kriegen, oder wie die auch immer heißen. Da hinten ist nur einer. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, weil da spawnen dann die einen Kollegen. Eigentlich kann ich jetzt schon weiter chainen. Ginny, ich grüße dich. Das Orientieren drauf. Ist eigentlich schön mit Knockback und Ding, komme ich eigentlich relativ gut hin, dass ich sie fast alle verhindern kann, ne? Fast. Ganz okay, schon AE-Schaden, aber da kannst du gar nichts sagen. Hier könnte ich ja immer den Wut-Effekt am besten noch runternehmen, ne? Das wäre immer ganz gut. Pull ich die mal hier hinten raus. Crowd Control. Das Hündchen drauf. Fuck it, jetzt geht meine Convoke in den Sack. Das Schwere werden halt hier die Bosse werden, ne? Mal schauen, was die dann so reinzimmern. Vor allem beim Drachenboss wird's wieder interessant. Okay, jetzt haut er mich schon ganz gut runter hier. Crowd Control. Fuck. Jetzt habe ich mich hitten lassen. Wir sollten den Großen jetzt nicht mit rein adden. Ich habe nämlich nichts. Weg da, weg da. Oh boy, der Heiler steht, bleibt da einfach dran stehen. Wir werden den Dicken adden. Ich habe zum Glück jetzt wieder Inka ready. Zum Hit müssen sie raus, raus da, raus da. Also ohne Inka wäre ich jetzt tot gewesen. Das safe. Der Mage macht es gut, dass er den noch einmal festfriert. Ah fuck, da ist dieses eine Ding hochgegangen. Kriegst halt immer 50% mehr Schaden, den musst du halt schnell töten, den Kollegen. Hat schon richtig Damage jetzt. Eine Gruppe haben wir jetzt noch. Und dann können wir die Skip-Gruppe machen. Die da hinten ist jetzt noch. Hey, ich grüße dich.
Crowd Control. Naja, Pala hämmert auch immer drauf, ne? Ich mach mal desorientieren. Safety first. Will mir einer abhauen? Einer von den Mobs. Aber wir haben ganz gut AE-Schaden dabei, also kannst du nichts sagen. Die Gruppe macht. Also der AE-Schaden ist da. Mal gucken, ob Single-Target-Damage halt auch am Start ist. Der Große kommt, da müssen wir jetzt weg. Weg, weg, weg. Den willst du auf keinen Fall adden. Oh, ich lauf schon da ganz hinter. Aber die Mobs, das interessiert die halt nicht. Also müssen jetzt hier wo machen? Attack Totem. Fuck, wir haben ein Totem da. Damit, ich krieg grad richtig auf den Sack. Oh, die Explore ging durch. Attack Totem. Wir haben Totem. Läuft jetzt gerade alles nicht ganz so prickelnd. Ich bin überlegen. Ne, ich ziehe jetzt hier nicht nochmal Inka. Ich heb mir das für den Boss auf. Das muss eigentlich schon passen. Komm, wir nehmen den Wut-Effekt mal hier runter. Attack Totem. Hat er doch noch ein Totem aufgestellt, aber ich glaube, das ist weit genug weg, dass es egal sein dürfte. Müssen wir uns ein bisschen schicken, dass wir die Mobs noch töten, weil unser Buff läuft gleich ab. Sekunden, zwei, also das war wirklich, wirklich scheiße knapp. Das war wirklich scheiße knapp. Pala hat, Heiler hat ein bisschen Mana gekriegt, das ist schon mal halbwegs okay. Muss ich mal gucken, was der reinzwirbelt. Schon ein bisschen was, ne? Defensive. Mal desorientieren. Defensive. Special coming. Ah, ich hätte früher HT-Dings ziehen sollen. Das war jetzt stupid. Halbe Inka ins Sack gegangen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr bescheiden, dass die Inka ziemlich ein Sack ist. Ja, hätte ich am Anfang Inka ziehen sollen. Ich dachte, ich warte, bis die Ads kommen. Aber das war eine dumme Idee, ehrlich gesagt. Warte aber noch in den Bären, hä? Defensive. Ding ist, wir haben guter E-Schaden, aber nicht so viel Boss-Schaden, ne? Shockwave. Defensive. Defensive. Wie ist der eine denn jetzt bitte schön gestorben? Shockwave. Ah, wir haben noch keinen. Ah, der eine hat defensive. Ihn gerettet. Okay, passt. Defensive. Special coming. Da wird keiner mehr rippen, ne?
Mal hier in der Mitte diese Grütze. Wahrscheinlich hat er die übersehen, vermute ich jetzt mal. Spare ich mir mal meinen Dings nur auf, bis das Ad kommt. Defensive. Da einfach nur was hab. Shockwave. Defensive. Defensive. Shockwave. Na, einmal müssen wir es wahrscheinlich noch defensive spielen. Defensive. Hab leider noch nichts, jetzt kann ich den nur ein bisschen wegnocken, dass er seinen Scheiß nicht macht. Gelb, orange. Blau. So, jetzt spare ich mir Inka gleich für den großen Pull auf. Also Inka kann es knicken. Meinst du, wir sind zu langsam vom... Ja, wir, ich glaube, wir haben nicht genug... Oh, warte mal. Hä, warum habe ich denn gelb? Hä, warum hab ich gelb gekriegt? What the fuck? Bin ich durchgelaufen? Ich bin direkt zur Konsole. Eigentlich liegen die doch immer an den Seiten, die Dinger. Das hab ich jetzt gerade erst gecheckt, ne? Defensive. Ich glaube, die meisten sind auf AE-Damage und nicht auf Single-Target. Aber mal gucken. Mal gucken. Hoffen wir, dass wir genug Damage haben. Okay, der Magier, der hat schon mal das Zeitliche gesegnet. Das wird jetzt eklig. Das wird jetzt richtig eklig. Vier Sekunden Inka, danach ist Feierabend. Den man hier mit Mondfeuer Range pullen, das ist nicht so eine gute Idee. Dann krieg ich schon übelst auf den Sack, bevor ich da was aufbauen kann. Jetzt mal gucken, dass wir die einen seitlich nicht adden. Das wird jetzt nicht gut. Puh, das ist schon echt close, ne? Wo der Heiler da an der Seite steht. Wollen wir das rentieren? Na, ich dachte mir, dass wir adden werden. Ich bin jetzt nur so ein bisschen überlegen, ob wir hier die auch theoretisch zusammenziehen können. Wenn ich da nochmal Inka habe oder so, vielleicht. Aber ich würde mir Inka gern für den Boss aufsparen. Weil der wird bestimmt auch nochmal knackig. Einen ziehen wir da jetzt einfach rein. Wieder gern ein bisschen vom Boss weg. Kriegen wir mit dem Boss jetzt pullen, dann wird's ätzend.
krieg ich schon richtig auf den Sack. Den Boss hasse ich ja wie die Pest, ne? Das orientieren wir jetzt mal, gar keinen Bock hier nur die ganzen Casts zu fressen. So, Heiler Mana sieht halbwegs okay aus. Breath incoming. Das ist immer ätzend, ne? Hast du hier die Hits noch, dann muss ich den Boss wieder einen Ticken ziehen. Breath incoming. Rat nochmal raus. Breath incoming. Watch your feet. Wird dann ständig in dem Shit da rumlaufen. Ja, jetzt muss ich ihn rausziehen, das hilft alles nichts. Breath incoming. Breath incoming. Und wenn es da halt alles zugewoidet und ich muss ihn halt wegziehen, dann kannst du dir halt nicht mehr so vernünftig breathen. Ich den so ein bisschen. Breath incoming. Watch your feet. Breath incoming. Breath incoming. Ja, zumindest habe ich zwei gekriegt. Will ihn halt jetzt nicht einmal umdrehen, weil dann hast du immer die Problematik, dass ich mit dem Schwanzschlag irgendwen erwische oder andere Sachen. Das ist halt, ja. Breath incoming. Fast. Will ich ihn halt ein bisschen rausziehen. Muss ich ihn gleich umdrehen. Breath incoming. Nächsten Breath tun wir jetzt hier so quer reinplatzen. Breath incoming. Naja, zumindest ein paar habe ich erwischt. Breath incoming. Da sind. Hä, warum hat er den nicht erwischt? Okay. Breath incoming. Oh. Huh, aber gerade noch. Komm, jetzt lass einfach den Boss töten. Also nicht schön, aber selten. Also Melee ist der Boss nervig. Ja, ich versuche immer so Melee-freundlich und gruppenfreundlich wie möglich zu spielen, aber es ist halt echt nicht so easy, vor allem wenn du komplett zugevoidet wirst, du musst dann halt weiterziehen, ne? Und dann kommen sonst die Melees auch nicht mehr ran. Das ist alles kacke. Ich glaube, wir machen jetzt die nächsten zusammen. Interrupt. Ich hoffe, das geht gut aus. Wir müssen jetzt ein bisschen hinne machen, ne? Für den Boss brauchen wir bestimmt 5 Minuten. Wir müssen jetzt den Trash in 5 Minuten fertig kriegen. Ich habe jetzt extra geschrieben, dass wir den nächsten machen wir einen großen Pull.
ein paar Sachen durchgegangen, das war jetzt eher nix. Interrupt. Ich weiß nicht. Der Pull ist immer so eine Sache. Da stirbt dir halt relativ leicht einer, ne? Weil die sehr viel AE-Schaden machen. Ich glaube, das nächste Mal mache ich den nicht mehr. Ich dachte mir, jetzt ist Trash-Woche. Können wir beide Gruppen zusammenpullen. Aber die, da heilen sich auch viele. Wenn du nicht genug Interrupts hast und, oder Mass-CC ist, dann ist immer RIP. Ich glaube, die mache ich wieder einzeln die nächste Zeit. Das rentiert sich hier kaum. Eine schreibt, es ist besser, den Boss einfach nur in der Ecke zu lassen. Aber soll ich dann auch in den Void Zone stehen bleiben? Da ist hier irgendwann alles zugevoidet. Was haben wir denn jetzt? Nur 8 Minuten. Weiß ich nicht. Wenn es nicht ganz schlecht läuft, dann geht das. 5 Minuten wirst du für den Boss brauchen? Vielleicht, ne? Watch orb. Komm, Roster. Ach komm, der Magier. Warum ist er denn? Der ist 1 Millimeter rübergegangen und ist dann stehen geblieben. Kollege. Das, wenn das die 10, 20 Sekunden sind, die uns am Ende fehlen, dann wäre es ärgerlich. Watch orb. Weil man muss jetzt halt wieder komplett ranlaufen, ne? Das ist halt die Sache. Die 5 Sekunden, die du verlierst, Target sind nicht so schlimm. Change. Aber die Zeit, wo der halt keinen Schaden jetzt macht, weil er down ist, das ist halt das Nervige, ehrlich gesagt. Watch your... DK geht da weg. Ich spare mir jetzt mal Inka für den Boss am Anfang auf. Also wenn wir es nicht verkacken, dann dürft's gehen. Target change. Watch your... Das Ding geht jetzt hier durch. Das ist natürlich bitter. Ja, ich hoffe, der Heiler macht die Stars. Special coming. Haben wir hier? Oh fuck, das ist in uns drin gespawnt. Special coming. Special coming. Special coming. Okay, wurde instant wieder zurückgezogen. Ich dachte ja, na, ich bin der Convoke, ne? Ist das eine gute Entscheidung, die Convoke abzubrechen? Und ich dachte, der hat den instant wieder reingezogen und hat sich das. Ab 40 geht er, glaube ich, in die Phase, ne? Also ich ziehe ihn da in die Ecke dann einfach und dann gucken wir mal. Die Leute finden es einfacher, das da zu spielen, kann ich machen, ne? Ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Ich habe da keine persönliche Präferenz. Da hinten ist das Ding. Okay, der Heiler spielt das, da kannst du nichts sagen. Special coming. Interrupt one.
Special coming. Interrupt 2. Halt sau beschissen, dass wir das Viech jetzt noch haben. Fuck, jetzt ist das nicht durchgegangen. Das war jetzt natürlich sau bescheiden. Das Ed dann noch in der Hacke gehabt. Watch way. Also einige meinen, dass das hier einfacher ist in der Ecke. Weil sie. Also. Ah. Ich gesagt. Heiler muss jetzt halt das Ding machen. Watch your step. Mal ein bisschen wenig Platz hier. Ich weiß nicht, ob die Inka hier wasted war, ehrlich gesagt. Watch wave. Ja, ist glaube ich schon einfacher zu dodgen, ne? Naja, 8 Sekunden von der Inka sind jetzt nur ready. Special coming. Watch your step. Ich weiß nicht, findet ihr es auch einfach in der Ecke? Ist halt jetzt für das Ding dort schon ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Aber sonst kann man schon machen. Mach jetzt mal safe und tu mal hier in der Dings inkern. Fuck it. Nein, der eine hat sich wegscheppern lassen. Watch your step. Unter meinem Befehl. Wir haben noch knappe 2 Minuten. Verneigt euch vor Kartell, so. Special coming. Watch wave. Schauen wir mal. Sollten wir jetzt schon mal rausgehen? Jetzt mal lieber mal eine Wall. Ziehen wir auch mal defensive Convoke hier noch. Nur eine Minute. Watch your step. Prozent. Dürfte ausgehen. Außer es machen jetzt nur Leute Kacke. Ich zieh mal noch ein Ding. Ja, nice. Der ist in time. Sehr schön. Uff, uff. Und ihr habt schon gesagt, es wird nichts mehr in time, ne? 6 Punkte hat's gebracht. Uff, uff, uff. Ich sag's euch. Jetzt krieg ich den nächste Woche einen 20er Key. Das freut mich doch schon mal. Und ich habe schon mal einen für die Heldentat, ne? Jetzt muss ich den anderen Key noch auf 20 in time laufen. Dann krieg ich die Heldentat. Jetzt hätte er nicht gedacht, dass nach dem Boss den Damage vom ersten Boss gesehen habe. Ja, du, war knapp, aber es hat gereicht. Wunderbar, hatten jetzt 6 Tode, das ist okay, ne? Gut, okay, gut. Dann hat sich das doch gelohnt. Jetzt kann ich ein bisschen Mage Tower noch machen.